Ja, schon wieder ein spontanes Video von mir. Hallo und willkommen zurück. Und jetzt geht's los mit dem Klami-Wandel. Also bei HKCM ist jetzt gestern ein Video hochgeladen worden mit einem Vortrag. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, nee, wenn das stimmt, was der Mann sagt, das ist ja ein Offenbarungseid für diese Regierung. Ziehen wir uns das mal einfach rein an der Stelle 3057. Und jetzt schauen wir uns das genau an. Wir haben ein Rohr, da füllen wir Gas ein und dann schickt man einen Lichtstrahl durch. Und der macht eben diese Wechselwirkung jetzt. Der gibt jetzt Energie an das Gas ab. Und das hängt auf der einen Seite davon ab, um welches Gas es sich handelt, also um die Art der Moleküle. Und dann davon, mit wie vielen Molekülen kommt denn der Lichtstrahl so quasi in Berührung. Das ist der Druck, wie viel Gas ist da drinnen und natürlich von der Wegstrecke. Wenn wir ein langes Rohr nehmen, hat das Licht wesentlich mehr Möglichkeiten, Lichtenergie abzugeben und daher wird es stärker abgeschwächt. Und das schauen wir uns jetzt für ein bestimmtes Gas einmal ganz genau an. Das hängt eben von der Wellenlänge ab und das zeige ich über diesen sehr großen Wellenlängenbereich. Und wir tragen hier auf, wie viel Licht wird verschluckt, wie viel wird absorbiert. Und da ist ganz klar, da gibt es eine Grenzlinie, nämlich 100%. Mehr als 100% des Lichtes kann nicht absorbiert werden und das ist zum Beispiel Stickoxid. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier einen Lichtstrahl im sichtbaren Bereich durch Stickoxid durchschicken, dann wird der überhaupt nicht abgeschwächt. Der ist vollkommen transparent, da gibt es keine Wechselwirkung. Und bei Stickoxid sieht man, das ist eigentlich nur ein unglaublich kleiner Bereich, wo es überhaupt eine Wechselwirkung gibt, nämlich bei ungefähr 4,5 Mikrometer, bei 8 und bei 18. Und bei der Gaskonzentration oder dem Gasdruck, den ich hier zeige, wird bei 4,5 Mikrometer wird ungefähr 70% vom Licht verschluckt. Und das, was oberhalb ist, was auf 100% noch fehlt, das geht durch. Und bei 8 Mikrometer ist es ungefähr die Hälfte und bei 18 Mikrometer ist es noch deutlich weniger. Und wenn wir uns jetzt so einen, man nennt das einen Absorptionspeak, ja, was so wie ein steiler Berg ausschaut, wenn wir uns den etwas genauer anschauen und auf der Wellenlänge auseinanderziehen, dann schaut der so aus. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, was passiert, wenn wir mehr Gas in das Rohr reintun? Ja, dann gibt es halt mehr Möglichkeiten, dass das Licht Energie abgibt und die Absorption steigt. Es wird mehr Licht verschluckt. Und wenn wir noch mehr Gas hineingeben, geht das weiter hinauf. Wenn wir aber noch mehr Gas hineingeben, dann sehen wir im Moment einmal, wir nähern uns dieser 100% Grenze. Daher entsteht da jetzt ein Plateau. Es geht einfach nicht mehr. Mehr als 100% vom Licht können wir nicht verschlucken. Wenn man noch mehr rein, dann wird einfach das Plateau mehr breiter und es nähert sich immer näher an diese 100% an. Es erreicht nicht sofort 100%. Und selbst wenn wir faktisch unendlich viel Gas hineintun, dann kann trotzdem nicht mehr Effekt entstehen, weil schlicht und einfach mehr als 100% vom Licht nicht verschluckt werden kann. Und das bezeichnet man als Sättigung. Ja? Und das also jetzt hat er den Begriff Sättigung erklärt. Und danach hat er dann die Grafiken des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags genommen, hat die nochmal eingefärbt, damit man es besser unterscheiden kann, und hat dann zitiert. Und ich habe mir jetzt einfach mal den DuckDuckGo als Suchmaschine in den Browser gemacht. Auf dem Handy habe ich das ja schon länger, aber ich war jetzt 2 Jahre lang nicht an diesem PC. Ja, ihr seht auf der rechten Bildseite, was ich gesucht habe. Wissenschaftlicher Dienst, Kohlendioxid-Sättigung. Dann kommt eine Anzeige und dann die ersten zwei Treffer. Der erste Treffer ist von 23 und der zweite ist von 2020. So. Also. Sachstand.
Ausgewählte Aspekte und Auswirkungen von CO2 auf den Klimawandel. Sachstand 20. Das ist also das eine Dokument, was es da gibt. Das befasst sich mit Sonnenstrahlung, Wolkenbildung, Wasserdampf und was passiert mit den Pflanzen, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Und das zweite Dokument von 23. Das habe ich hier geöffnet. Hier sehen wir die Grafik noch mal neu in Prozent und ihr könnt ja ausrechnen. 64% plus 6 sind 70 und hier 20 plus 4 plus 6 sind 30, also 100% der Sonnenenergie, die reingeht, wird auch wieder abgestrahlt. Also wo soll da eine Erwärmung stattfinden? Stand letztes Jahr. Interessant wird es dann weiter unten. Und zwar, hier bin ich im Punkt 4 auf der linken Seite. Das ist die Seite 14. Und auf Seite 9, die haben wir jetzt auf der rechten Seite. So, auf der linken Seite wird jetzt davon ausgegangen, was passiert, wenn die CO2-Konzentration vervierfacht wird. Und wie ihr seht, der Randbereich, genau wie der Mann in dem Video das gesagt hat, der an der Stelle da hinten, der Randbereich wird breiter, wenn die CO2-Konzentration sich erhöht. Hier zusätzliche Absorption, vierfach gegen einfache CO2-Konzentration. Also hier wird ja bei der einfachen CO2-Konzentration von 400 Parts per Million ausgegangen. Und die Vervierfachung, ja, bis wir da ankommen, das dauert noch eine Weile. Und wenn wir uns jetzt das angucken, okay, dann könnte man sagen, ja gut, aber der rechte Bereich, der ist ja schon deutlich breiter, bis der gesättigt ist. Der Spektralbereich der Welt, also Wellenlänge, was durch die Atmosphäre rausgelassen wird. Aber wenn wir jetzt auf der rechten Seite gucken, dann sehen wir, die rechte Seite ist komplett vom Wasserdampf abgedeckt. Wir reden also hier nur wirklich von einem ganz schmalen Bereich, der noch dazu kommt. Und weil das natürlich nicht ins Narrativ passt, ist man dann hingegangen. Im letzten Satz, es ist zum Wegspeisen. Wie weit die Erdatmosphäre, also ich lese hier, wie weit die Erdatmosphäre von der Sättigung entfernt ist, verdeutlicht ein Vergleich mit der Venusatmosphäre. Der CO2-Gehalt liegt bei 96,5% in Klammern Erdatmosphäre 0,04%. Correct Mief hat ja rausgefunden, dass das eine Falschaussage sei. Geil. Auf der Venus herrscht ein gigantischer Treibhauseffekt. Das ist so geil. Also wir vergleichen, Korrektiv hat ja behauptet, man könne Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Aber man kann natürlich einen CO2-Gehalt von
von 96,5% in der Atmosphäre mit 0,04 Fahrenheit. Auf der Venusoberfläche herrscht eine mittlere Temperatur von 468 Grad Celsius. Also ja, wir werden alle verbrennen. Das war's von mir. Ja, vielleicht mache ich da mal noch irgendwann ein weiteres Blog, weiß der Geier was Video. Bis dahin. Tschüss.